Wir spielen jetzt eine Schnellfragerunde. Ihr seid nacheinander dran und ich stelle Fragen in 30 Sekunden, so viele wie wir unterbekommen. Wenn ihr nicht wisst, wie die Antwort ist, sagt ihr einfach weiter. Wenn ihr falsch antwortet, bekommt ihr keinen Punkt. Wenn ihr was richtig beantwortet, bekommt ihr einen Punkt. Wir machen das ein bisschen tricky, weil Folgendes passiert. Wir werden jetzt gleich von euch ausgelöst mit dem Buzzer die Fragerunde beginnen. Ihr buzzert, ich fange an vorzulesen. Ihr müsst selber aber im Kopf die Zeit nehmen. In der ersten Fragerunde müsst ihr ein zweites Mal buzzern, um die Fragerunde zu beenden, zwischen 20 und 30 Sekunden. Ja? Mhm. Ihr buzzert, ich fange an Fragen zu stellen und dann müsst ihr in dem Zeitfenster 20 bis 30 Sekunden ein zweites Mal buzzern und damit eure Spielrunde selber beenden. Mhm. Wenn ihr drunter seid, drüber seid, seid ihr raus. Zwischen 20 und 30 werden die richtig beantworteten Fragen gewertet. Es sind maximal 10 Fragen. Wir spielen zwei Runden. Das heißt, ich gehe jetzt gleich einmal Reihe durch mit jedem die Fragen durch. Und in der zweiten Runde wird das Zeitfenster dann noch ein bisschen enger. Das sage ich euch dann aber gleich. Okay? Mhm. Ich fange mit dir, lieber Teddy, an. Und du beginnst die erste Frage, indem du selber auf den Buzzer und damit deine Zeit startest. Denk dran, du musst ein zweites Mal buzzern, um diese Runde selbst zu beenden, zwischen 20 und 30 Sekunden. Jetzt, Kreischer, komm. Kurz motiviert. Welche Großstadt im französischen Burgund ist Namensgeber für einen bekannten Senf? Kannst weiter sagen, wenn du es nicht weißt. Weiter. Nur etwa 1% unserer Gene unterscheidet uns von welcher Affenart? Hör doch auf. In welchem Land liegt der Kilimandscharo? Ja. Wie heißt der Druide aus dem Dorf von Asterix ja, und Obelix? Ja. Welchen Vornamen trugen zwei ehemalige deutsche Bundeskanzler? Welche Vornamen? Ja. Helmut? Ja. Und für die Produktion welches Vitamins braucht der Körper Sonnenlicht? Es wäre potenziell ein Punkt, du hast aber erst nach 38 Sekunden gebuzzert. Das heißt, du bist raus aus dem Fenster von 20 und 30, oh, was dazu führt, dass du keine Wertung bekommst. Wow. Super, danke. Ja, gerne. So. Ist aber krass. Das ist wirklich krass. Verzeihung. Shirin, ready? Ja. Du startest mit deinem Buzzer deine Zeit, nach 20 bis 30 Sekunden erneut buzzern, um die Runde zuzumachen. Okay. Die Pizza Napoli ist nach welcher Stadt benannt? Napoli? Was an unserem Körper wächst 0,5 bis 1,2 mm pro Woche? Nägel. Der Ärmelkanal liegt zwischen Großbritannien und welchem anderen Staat? Frankreich. Wie heißt der Superman mit bürgerlichem Namen? Weiter. In dubio pro reo übersetzt man mit im Zweifel für? Jesus. Welche Drüse sitzt im Hals und ist... Oh! Nein, zu spät. 3 Fragen richtig beantwortet. Das ist schon mal richtig gut. Aber nach 32 Sekunden gebannt. Boah, ey. Boah, das hätte ich nie gedacht. Boah, die Punkte sind weg. Boah, es ist hart. Ja. Hast du auch. Ich habe die ganze Zeit so. Ja, und dann irgendwann. Fuck. Fuck. Gleicher Punktestand für euch beide. Gucken wir mal, wie Bastian performt. Probieren wir es mal. Ich freue mich drauf. Welche italienische Stadt ist Namensgeberin des Pesto Genovese? Weiß ich nicht, weiter. Woran leidet man, wenn der Arzt eine Rhinitis acuta diagnostiziert? Weiter. Die Inka-Stadt Machu Picchu liegt in welchem südamerikanischen Land? Mexiko. Peru. In welcher Stadt hortet Dagobert Duck seinen Reichtum in Entenhausen. Die drei Gewalten in Deutschland sind Legislative, Judikative und Exekutive. Wie nennt man... 3 Punkte gemacht. Exekutive wurde noch gezählt. Zwischen 20 und 30 Sekunden solltest du buzzern. Du hast aber gebuzzert. Bei 22 und du kriegst die 3 Punkte. Ich hätte gedacht, das wären 30 Sekunden. Ich hab komplett verzählt. Sehr gut. Sagst du mir mal die Antwort auf die erste Frage? Für Genovese? Ja. Genua. Ja, natürlich. Natürlich. Man ist total blöd. Ist wie vernagelt. Ich hätte fast 4 gesagt, weil ich hab so gezählt. Saublöd. Wir spielen eine weitere Runde mit einem neuen Zeitfenster. 23 bis 30 Sekunden. 7 Sekunden Zeitfenster, was ihr treffen müsst. 23 bis 30? 23 bis 30.
Good to go? Yes, of course. Ready for the show? Das ist ja schrecklich. Tedros Teklebran, wann immer du buzzerst, lese ich vor. Taurus ist der lateinische Name. Weiter. Komm. Welche große Bärenart ist mit Schwimmhäuten ausgestattet? Weiter. Welche Tannenart ist der beliebteste Weihnachtsbaum der Deutschen? Die Tanne. Wie heißt die Kunstschule, die Walter Gropius in Weimar gründete? Weiter, ich war kaum in der Schule. Das Markenzeichen welches Schuhdesigners sind rote Sohlen? Aus Italien, weiter. Welcher griechische Sagenheld tötet seinen Vater und heiratet seine Mutter? Achilles war es nicht, weiter. Die Symbole auf der türkischen Flagge sind ein Halbmond und? Stern, stopp. Wie ich dieses Spiel hasse. Ich hasse es. Teddy. Ich hasse dieses Spiel. Teddy. Ich hasse es. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse diesen Bogen. Ich hasse es einfach. Da ist Hass in mir. Ja. Teddy, du hast einen Punkt. Und jetzt sag mir, dass es zwischen 23 und 30 wäre, sonst baue ich das Ding hier ab. Teddy, ich baue es ab. Du hast 35 Sekunden gebraucht. Bau es ab. Ich baue es ab. Ich baue es ab. Ich baue es ab. Ja. Ich baue es ab. Unveränderter Punktestand für dich, Teddy. Ja. Shirin, wann immer du buzzerst, lege ich los. Wer im März geboren ist, hat das Sternzeichen Widder oder? Fische. Der große Tümmler zählt zu welcher Säugetierfamilie? Keine Ahnung. Welcher einheimische Baum ist für seine weiße Borke bekannt? Keine Ahnung. Welcher chinesische Künstler schuf 2010 ein Kunstwerk aus mehreren Millionen Porzellan und Sonnenblumen? Weiter. Welche britische Modedesignerin wird oft als Queen of Punk bezeichnet? Vivienne Westwood. Romulus und... Bitte nicht zu früh. Ich hab's zu früh. Ist es zu früh, ne? Es ist zu früh. Ja, ich find's auch scheiße. Baus direkt abbauen. Es war zu früh. Kannst du mir sagen, 2 Sekunden, 1 Sekunde? 3 Sekunden zu früh. Ey. 3 Sekunden zu früh. Und es ist super schwer. Es ist super schwer. Hammer. Ich muss Bastian. Auch noch mal. Ja, toll. Schön, das ist ein feines Spiel. Ich mache keinen Druck. Es ist entspannt. Und man weiß so viel plötzlich, während man Zahlen zählt. Es ist wirklich schön, hier zu sein. Das freut mich. Welches Sternzeichen hat jemand, der einen... Weiter. Welche Vögel können rückwärts fliegen? Weiß ich nicht. Weiter. Die Früchte welches Baums werden auch Nasenzwicker genannt? Weiter. Welches Gemälde von Leonardo da Vinci hing an Napoleon Bonapartes Schlafzimmerwand? Die Mona Lisa. Wer entwarf in den 20ern das sogenannte kleine Schwarze? Coco Chanel. Wer zieht der Legende nach das Schwert Excalibur aus einem Stein? Günther. Weiter. Wie viele Zacken hat jeder der 12 Sterne... Ich hab noch nicht gebuzzert. Wie viele Zacken hat jeder der 12 Sterne auf der Europaflagge? Gelb. Welche... Wow. Das war ja ein Best-of, was du mir da gestellt hast. Du hast eine Pause gemacht, dich mal so ein bisschen relaxed zwischendrin. Und bei mir lief hier die Zeit. Also ich fand's nicht okay. Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Ich habe alles gegeben, du hast auch alles gegeben. Aber sowohl bei mir als auch bei dir hat es nicht gereicht. Natürlich. Natürlich nicht. Du hast 33 Sekunden gebraucht und damit ist es hinfällig. Es tut mir leid, es gibt keinen weiteren Punkt, lieber Bastian. Du bleibst bei deinen 14. Schön. Ladies and Gentlemen, wir sind alle froh, dass dieses wunderbare Spiel vorbei ist. Das war 30 Seconds zu Spaß. Oh.